Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von mir, und zwar dieses Mal wieder aus der Challenge zusammen mit dem Herrn Kollegen aka LS-Profi. Achtung! Hallo. Wow. Willkommen zur Challenge. Leute, heute wieder mit einem besetzten LU, Leute. Sogar mit einem Auszubildenden. Oh Scheiße, erstmal abgesoffen. Ja, und weil es LU da ist, ist ja logisch, wo ich hingehe. Jetzt wohl die zuerst. Hallo. So, dann schauen wir einmal, damit wir das wieder sauber machen da. Und dann leg mal los, habe ich gesagt. Dann passt das. Und dann schauen wir weg. So, weg da mit dem Zeiges. Ja. So, der Kollege besitzt schon wieder das LU, das regt mich schon wieder auf. Aber wir haben ja letzte Woche neues Equipment gekauft, und zwar ein Schwader und ein Ladewagen, und ja. Dann schauen wir gleich mal weiter. Aber das wird jetzt das LU benutzen, weil ich weiß nicht, gleich was in Auftrag geben, und zwar das Stroh sammeln. No, boah, was ist mit meinem Lenkrad schon wieder los? Was ist denn da los? Ah ja. Kann so nah gehen. Ist ja schon alles reserviert. Ich geb dir auch gleich, was reserviert ist. Servus. Hallo, grüß dich. Kurz bevor du kommst, eine Frage. Ja. Wir haben eine Wiesenskat gekauft. Wir würden die gern häckseln. Und das Ganze kostenlos in ein Silo von euch. Justin, brauchst du nicht. Brauchst du's? Was kostenlos? Kostenlos, und die Abfahrgespanne werden aufgestellt. Gras, gehäckseltes Gras. Ja, kostenlos. Aber wir brauchen noch ein, zwei Abfahrer, heißt euch zwei. Aber ihr werdet von uns bezahlt. Jo, gern, nehme ich gern. Okay. Und zwar wollt die auf Feld 25, da steht noch mein Ladewagen gespannt, also da kann einer mit meinem Gerät das restliche Stroh aufsammeln. Und auf Feld 55, glaube ich, da muss ich kurz nochmal hin, da muss ich, glaube ich, ansehen, kann das einer machen von euch? Ja. Muss ich kurz schauen, sag ich da gleich, und zwar... einmal ansehen, oder was? Du hast ja direkt gesagt, oder? Ja. Und zwar würde ich da einmal schauen kurz. Sojabohnen werden dann da auf das Feld 55. Warte mal kurz. Was willst du? Warte mal ganz kurz, das muss ich aber mitschreiben. Was brauchst du? Auf Feld 55 Sojabohnen. 55
Soja, ja. Mit meiner Saarmaschine, muss ich schauen dann. Und auf Feld 25, da ist mein Opa gespannt für das Stroh, kann das noch einer fertig machen, bitte? Ja. Was, das wär's dann. Jo. Danke, okay. Ciao. Servus. Dass der Luven macht eine Versenkung im Hinterhalt, brauchen wir euch zwei zum Abfahren, wenn möglich. Gesponnen werden, gestellt und ihre Herde bezahlt. Dann mache ich euch mit Höhe. Moin Moin. Servus. Hast du gesehen, Häcksler-Event? Ja, hat er mal gerade gesagt. Muss kurz den Kollegen hier einweisen. Hast du denn schon wieder gestarst von mir? Was? Nix, sag ich es. Fahr, kann ich direkt da hochfahren und direkt das Zeug ver... So, muss ich kurz einmal da das ausleeren. So, dann geh mir da hoch, oder was? Zum Melo. Ich bin ja schon da. Hä? Ach so, ja. Oder nicht? Sieh. Opfer gespannt hat er gesagt, gibt's oder wie? Ich bin hier schon hier oben. Wo ist ein Opfer gespannt? Ich geh mal runterkommen. Zeigst du mit? Wow. Oh, ich hab gehört, hier gibt's ein Häcksel-Event. Ja. Wo sind die Gespanne? Wir sind gerade am Main. Und dann eine Zeit? Was? Ich dachte, ich kann jetzt direkt hier hoch und direkt losballern. Nee, wir müssen erstmal runter mähen. Aber ihr könnt gerne mitmähen. Habt ihr Flächen, die wir mähen können? Nee. Wird natürlich auch bezahlt, das Gras dann. Leider nicht, ich habe meine zuletzt gemäht. Vielleicht hat der Chrissy hier welche. Na. Okay. Leider. Alles klar. Dann müssen wir uns welche kaufen. Alles klar. Welche wollen? Wollt ihr mitmähen? Ich müsste es jetzt mal schnell was verkaufen, das kann ja der Chrissy schon am Anfang mit mähen. Jo, dann stehen zwei Big M am Shop. Ich tue das mal verkaufen. Zwei Big M am Shop. Haben Sie kurz. Ja. Wo muss ich mitmähen? Alle Wiesen, die wir haben. Also jetzt gleich haben. Am besten, vielleicht wäre es geschickt, wenn du... Achso, jetzt haben wir noch mehr Wiesen. Vielleicht wäre es geschickt, wenn du die Wiese da in der Nähe vom Shop gleich machst. Die links von der BGA-Nähe dort. Da links neben der BGA die Wiese. Ah ja, verstehe. Der Unterhalb. Frage, liebes Elu, kann wer von euch Indisch? Nein. Schade. Was ist das mit dir für eine Frage? Weil, alles gut, wurde mir gerade nur so gestellt. Ah, okay. Links unter der BGA. I'm from so Germany. Unter der BGA. I can speak German and English. Alles klar, Englisch und Deutsch nicht vertreten. Passt. So, jetzt habe ich wieder vergessen, wo ich machen muss. So gut, Englisch speak. Ja. Ja. Sorry, Allah. I'm from India. Hello, back to India. Scheiße. Ach, Chrissy kann Englisch, dann kannst du ja mit dem Kollegen im Chat reden. Yes. Da wollte ich schon mal gar nichts machen. Fragen mal, wie es ihm geht. Ayoget? Ja, was? Ayoget? Fragen mal den Kollegen, wie es ihm geht auf Englisch. Heißt das nicht, how are you? How are you, yes. How are you? Also dein Englisch muss man einmal, naja. Junge, Justin. Nicht so wie Nils, I get you, Alter. Justin, was heißt ein, Justin, was heißt ein Groner auf Englisch? Ja, na den, ich hör die wohl. Wie bitte was? Was heißt ein Groner auf Englisch? Grüß einmal alle bei mir im Chat, den Nadine. Groner auf Englisch heißt Krone. Was? Wow, ach komm, leck mich am Arsch, Alter.
bin Deutscher. Du hast wohl auch keine Leute gerissen, ha? Junge, wenn ich das in die Schule geht, ey, fresse ich echt einen Besen. Jetzt wenn du überhaupt was machst im Leben, fress ich einen Besen. Ja, tatsächlich schon. Was denn, dumm zugucken bei Leuten, die was arbeiten? Ja, schon, ey. Deine Mami. Warum? Ein Praktikum. Was spackt denn da schon wieder? Ich bin am Rand und guck Leuten zu, wie die rumfahren, Alter. Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich fahre ich gern mit meiner Kehrmaschine über den Hof. Ich muss mich so vorstellen, der kleine Nils so. Nadine, mach ich da später, mit ja. 1050, aber ich kann mit der Kehrmaschine über den Hof fahren. Weil jetzt heißt, so haben wir alle leise mit deinem Kindergarten da. Sorry, der Nils. Welche Wiesen soll ich jetzt machen? Ich hab's jetzt schon wieder vergessen. Weil es in Bandablage gemäht wird, wird euch in Kosten gestellt, ne? So, jetzt bitte. Danke für dein Abo. Der regt mir auf. Ja, ich wollte gerade. Ich bin kurz erschlagen worden von dem Abo-Sound. Hat aber keinen Griff. Hallo. Seid ihr jetzt wieder normal oder? Ich würde gern wissen, welche Wiesen ich machen soll. Ja, alle, die du auf der Karte siehst von uns. Das wäre aber vielleicht gut, wenn gut und geschickt für die Abrechnung, dass irgendeiner, nicht dass jeder irgendwas mäht und dann weiß man nicht. Boah, bist du nicht ganz dicht? Sorry, ich muss kurz kurz ausweichen. Digga, der Justin und der Agrar Bayern, der kommt aus Deutschland. Der LS-Profi AK Justin kommt aus Hessen. Und ja, der sagt der bayerische. Und der Domi, also der Dominik kommt aus der Steiermark. Bayerische Zuschauer, bayerische Fan. Und ich komme aus Deutschland. Ja, hab ich gesagt. Du kommst ja aus Indien, Junge. I'm from India, oder? I'm from India. Nicht gegen Indien, Junge. Ja, ja. Deine Mutter lebt aus Indien, oder was? Junge, machst du das hier ASMR oder was? Ach du Scheiße! So, was mähe ich denn als nächstes Schönes? Jojo, das ist chillig. Jo! Was, 12 Minuten schon wieder von der ersten Folge, ich glaube. Was? Ich hab nichts verstanden, der Nils ist so laut mit seiner Kehrmaschine. Aschkampe, Digga. Ist so geil! Ja, der Maschine. Danke, nur Witz, aber ja. Junge. Schwartockel Oblocke haben wir gesagt, gell? Ja. Aus, bitte. Ja, halt wenn du es dann zum Schwartest. Nö, das kannst du ja mal, du kennst ja aus mit Schwarten. Nö, alles, was im Bandablage gemäht wird, wird euch in Kosten gestellt. 54.000! Bam, ich bin rich, was wollt ihr eigentlich? Passt. Justin, die Ende kostet dann erstmal 54.000. Ja, was ist halt mit meinem Lenkrad los? Was ist das? Was im Meer, Junge? Mein Lenkrad hat halt Bock auf mich, was? Ich hab auch immer Bock aufs Lenkrad. Junge, ich fahr grad durch den Wald mit dem Ausgefahren. Jetzt seid doch mal leise. Weg. Was wollt ihr alle von mir? Was wissen du jetzt von mir? Gar nichts eigentlich. Ich bin ja kein Homo, so wie Justin, was? Oh, ihr seid so ein 30er, Alter. Oh, Justin, wir haben dich auch alle lieb. Ja, ja. Nicht. Wer hat eigentlich die ganze Zeit mit der Null gesprochen, Alter? Wer hat nach deiner Meinung jetzt gefragt? Ja, wen hat es gerade interessiert? Ich? Halt, du hast gesprochen. Ja, ja, hey, geh runter zum Händler und verkaufen Baraten mehr, Alter. Jo, aber das war's dann schon wieder, meine lieben Freunde. Ach, und Scheiße. Das war's mit der ersten Folge. Schaut beim lieben LS-Profi vorbei und lasst gerne eine Bewertung da. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.